Wie sicher fühlen Sie sich? In den vergangenen Monaten wurde in den Medien oftmals darüber berichtet, wie ineffektiv der BND doch sei, wie unnütz der unserem Land für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit doch ist. Daher stellt sich die Frage, wozu benötigen wir Agenten und V-Männer, einen Geheimdienst, den Verfassungsschutz, wenn diese anstatt die Bevölkerung zu schützen, jedoch viel mehr schaden. Sind diese Behörden und schwerfälligen Apparate nicht längst Relikte aus einer vergangenen Zeit? Nun, ich sehe die Welt mit anderen Augen. Und um die Wahrheit zu sagen, das, was ich sehe, beunruhigt mich. Es beunruhigt mich, weil wir unsere Feinde nicht länger kennen. Es sind keine Nationen, keine Staaten, keine klaren Grenzen. Nein, es sind einzelne Individuen. Und deren Netzwerke. Sehen Sie sich um. Was fürchten Sie? Ein Gesicht? Eine Uniform? Eine Regierung? Die Welt, in der wir leben, ist nicht transparenter geworden. Im Gegenteil. Sie ist undurchsichtiger denn je. Wir kämpfen mit analogen Mitteln gegen den digitalen Terror. Und diese Bedrohung befindet sich nicht im Licht. Sie befindet sich im Schatten. Und um unsere Bevölkerung zu schützen, müssen wir genau dort kämpfen. Freiheit und absolute Sicherheit können Sie nicht gleichzeitig erfahren. Eines von beiden müssen Sie bereit sein zu opfern. Also bevor Sie uns für bedeutungslos erklären, frage ich Sie: Wie sicher fühlen Sie sich?